Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Tag der Jahrestagung von DBB Beamtenbund und Tarifunion. Ich hoffe, Sie hatten einen vergnüglichen Abend im schönen Köln und sind gut gestimmt und wach genug für diesen zweiten Tag, denn da haben wir auch noch mal eine ganze Menge zu diskutieren. Passend zu unserem Motto, starker Staat, wehrhafte Demokratie. Wir haben es ja gestern schon gehört in einigen Umfragen, ja, welche Herausforderungen es gibt, welche Herausforderungen für unsere freien Gesellschaften. Und der stärkste Punkt dabei war ja politischer Extremismus. Und daran wollen wir auch heute Morgen gleich anknüpfen, gleich mit einem Vortrag unseres Gastredners, den ich gleich begrüße. Aber zuerst möchte ich Sie auch noch mal wieder um Teilnahme bitten. Sie kennen das ja, scannen Sie den QR-Code oder haben Sie wahrscheinlich noch da. Denn wir wollen ja darüber reden, was können wir denn tun, um Demokratie zu stärken. Und da ist unsere Frage oder unser Ansatz, wir fangen doch mal bei den jungen Menschen an, nämlich in unseren Schulen. Wir haben das ja gemerkt, gerade nach dem 7. Oktober, nach den Anschlägen der Hamas in Israel, da war das Thema Antisemitismus sehr groß. Und da haben wir uns gefragt, was wissen eigentlich unsere Kinder über dieses Thema und überhaupt über die Frage, wie Demokratie funktioniert. Also das ist ein Thema und etwas später darüber reden wir noch über die Lage der Kommunen. Aber dazu kommen wir gleich. Also erstmal die Frage, wie kann die Qualität der Demokratiebildung an Schulen verbessert werden? Das ist die Frage, die wir stellen. Sie können zwei Punkte nennen. Ich lese Ihnen kurz vor. Erstens Erhöhung der Lehrerfortbildungen im Bereich Demokratiebildung. Zweitens Förderung des Erfahrungsaustausches zwischen Schulen. Drittens stärkere Miteinbeziehung der Eltern. Viertens finanzielle Unterstützung für Schulen in herausfordernden Nachbarschaften. Fünftens Einführung von bundesweiten Mindeststandards. Sechstens Entlastung der Lehrkräfte von anderen Aufgaben. Sind gespannt, wie Ihre Einschätzung dann ist. Das besprechen wir dann nachher in dem Panel gemeinsam. Jetzt kommen wir aber zu unserem Impulsvortrag und wir freuen uns sehr, dass Peter Müller bei uns ist. Den muss ich Ihnen ja eigentlich gar nicht vorstellen. Peter Müller war lange Ministerpräsident im Saarland und war danach auch, war auch zwischendurch mal Justizminister. Das war nämlich gleichzeitig sozusagen. Und dann war er von 2011 bis jetzt, gerade jetzt im Dezember, Richter des Bundesverfassungsgerichtes. Also er ist jetzt sozusagen ein freier Mann, hat aber schon angekündigt, dass er nicht einfach nur zu Hause rumsitzen würde. Das könnte er seiner Frau gar nicht zumuten. Also er wird sich schon noch eine Aufgabe suchen, aber da sind wir dann mal gespannt. In seiner Amtszeit wurde unter anderem natürlich das Urteil, das vielbesprochene zum Haushalt am 15. November gesprochen. Seitdem ist ja in Berlin doch vieles auf den Kopf gestellt. Und in seiner Amtszeit fanden sich aber auch die Urteile um das NPD-Verbotsverfahren und auch das Urteil um das Streikverbot für Beamte. Er wird uns etwas ausführen, wie wir Demokratie angehen können in diesen schwierigen Zeiten und wie wir unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie eben schützen können und uns wehrhaft aufstellen. Begrüßen Sie mit mir herzlich Peter Müller. Herzlich willkommen. Ja, liebe Frau Plättner, Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, freue mich sehr, dass ich heute Vormittag unbehelligt von jeglichen Demonstrationen und Streiks hier nach Köln kommen konnte und Ihnen ein paar Gedanken zum Thema, wie schützen wir Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie, vortragen darf. In gewisser Weise kehrt der Täter an den Tatort zurück. Es ist eine ganze Reihe von Jahren her. Da durfte ich schon einmal im Rahmen Ihrer Tagung vortragen, damals noch als saarländischer Ministerpräsident. Das ist mittlerweile vorbei. Genauso ist seit gut zwei Wochen die Zeit des Verfassungsrichters vergangen. Das schafft Freiräume. Und die würde ich ganz gerne heute Vormittag auch nutzen mit Blick auf das Thema, aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Ich hätte nur eine Bitte. Wenn ich dann im Folgenden klar sage, was ich zu diesem Thema denke, schreiben Sie es bitte nicht auf das Konto des Bundesverfassungsgerichtes und schon gar nicht auf das Konto der saarländischen Landesregierung, sondern auf das Konto des Staatsbürgers Peter Müller, der sich ernsthafte Sorgen um den Zustand
und um die Zukunft von Demokratie und Rechtsstaat in unserem Land macht. Da ja jeder Therapie eine vernünftige Diagnose vorauszugehen hat, würde ich gerne in zwei Schritten vorgehen. In einem ersten Schritt ein bisschen was sagen, vor welchen Herausforderungen Demokratie und Rechtsstaat zurzeit aus meiner Sicht stehen, um in einem zweiten Schritt dann ein paar Therapievorschläge zu machen. Wenn wir die Frage stellen, in welchem Umfang bedürfen Demokratie und Rechtsstaat des Schutzes, dann glaube ich, müssen wir als erstes einmal zur Kenntnis nehmen, dass eine große Hoffnung, die wir vor etwa 30 Jahren hatten und die sich in einem weltweit diskutierten Buch eines amerikanischen Politologen Francis Fukuyama mit dem Titel Das Ende der Geschichte niedergeschlagen hat, sich nicht verwirklicht hat. Die These war, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, nach dem Auseinanderfallen der Sowjetunion, ist der Siegeszug von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit weltweit nicht mehr aufzuhalten. Der Wettlauf der Systeme ist im Sinne des freien Westens entschieden. Wie ist die Bilanz heute? Wenn Sie sich etwa die Analysen von Freedom House, einem amerikanischen Think Tank, anschauen, dann war das Jahr 2022 das 16. Jahr in Folge, das weltweit dadurch geprägt war, dass demokratische Freiheit nicht gewachsen ist, sondern zurückgegangen ist. Nach deren Zählung, und die zählen robust, die zählen Südkorea und Indien noch zu demokratischen Staaten, nach deren Zählung stehen etwa 89 demokratische Staaten über 112, 113 undemokratische autoritäre Staaten gegenüber. Das klingt noch nicht so dramatisch. Wenn Sie es auf die Bevölkerung umrechnen, dann leben etwa noch 20% der Weltbevölkerung in demokratischen Staaten. Das ist die Situation, die wir haben. Die Demokratie befindet sich im Krebsgang. Sie ist weltweit der absolute Ausnahmefall geworden. Und wir erleben, dass autokratische Systeme, dass insbesondere China, strategisch, sorgfältig geplant, langfristig angelegt, versucht, den Einfluss zu erweitern. Wir erleben, dass der Krieg als Mittel der Politik zurückgekehrt ist, in der Ukraine, in Israel. Wir haben einen großen Unsicherheitsfaktor in Taiwan. Und wir erleben, das kommt hinzu, dass selbst in den demokratischen Staaten Erosionsprozesse mit Blick auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stattfinden. Nächsten Jahr werden in den Vereinigten Staaten Präsidentschaftswahlen stattfinden. Auch wenn das für einen durchschnittlichen Mitteleuropäer schwer nachvollziehbar ist. Aber im Moment sprechen alle Umfragen dafür, dass auch eine eigenwillige Frisur nicht verhindern wird, dass möglicherweise Donald Trump wieder amerikanischer Präsident wird. Wir haben selbst im Bereich der Europäischen Union Staaten wie Ungarn. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán vertritt das Prinzip der illiberalen Demokratie. Und er sagt, illiberale Demokratie heißt, wir müssen den wahren Willen des Volkes durchsetzen, indem wir die Demokratie aus den Fesseln des Rechtsstaats befreien. Versucht also, Demokratie und Rechtsstaat gegeneinander in Position zu bringen, das ist absurd, denn sie kriegen beides nur im Doppelpack. Ohne einen stabilen Rechtsstaat haben sie auf Dauer keine demokratische Freiheit und ohne demokratische Freiheit werden die Regierenden den Rechtsstaat beschädigen. Wir haben in Italien mittlerweile eine Ministerpräsidentin, die einer Partei angehört, die ihre Quellen im italienischen Faschismus nicht bestreitet. Wir haben die Situation, dass die Regierung in Schweden abhängig ist von einer populistischen Gruppierung. Wir haben in den Niederlanden die Situation, dass Geert Wilders ziemlich triumphal die letzte Wahl gewonnen hat. Wir werden im nächsten Jahr in Frankreich Präsidentschaftswahlen haben. Auch der gestrige Tag kann dazu beigetragen haben, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Marine Le Pen französische Präsidentin wird. Und zumindest in Österreich habe ich ja gedacht, dass der Vormarsch der Populisten nach diesen geschmacklosen Ibiza-Videos zu Ende ist. Nächstes Jahr sind Parlamentswahlen in Österreich.
Bei allen Umfragen liegt die FPÖ weit vorne. Populistische Bewegungen, die es mit dem Rechtsstaat nicht so genau nehmen, die es mit dem Rechtsstaat nicht so ernst meinen, die eine sehr eigenwillige Vorstellung von demokratischer Freiheit haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, diese globale Betrachtung setzt sich ein Stück weit fort, wenn wir den Blick auf die Bundesrepublik Deutschland richten. Auch da gibt es Erosionsprozesse. Natürlich haben wir die Herausforderung des politischen Extremismus, das ist ja eben zu Recht angesprochen worden. Sowohl der Rechtsextremismus als auch der Linksextremismus sind im Ansteigen in Deutschland. Wir haben im vergangenen Jahr etwa 60.000 politisch motivierte Straftaten gehabt, davon 35.000 mit extremistischem Hintergrund, rund 3.000 Gewalttaten. Und hinzu kommt das Phänomen des Islamismus, des islamistischen Terrorismus. Auch da reden wir über ein Personenpotenzial irgendwo in der Größenordnung von 27.000, 28.000 Menschen. Wir haben also eine latente Gefährdungslage und die Verhinderung der Anschläge auf den Weihnachtsmarkt in Leverkusen und auf den Kölner Dom haben gezeigt, dass diese latente Gefährdungslage jederzeit umkippen kann in ganz konkrete terroristische Akte. Und wir haben unterhalb dieser Ebene des politischen Extremismus, des gezielten Kampfes gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, Prozesse der Delegitimierung des Staates. Sie haben Corona-Leugner, Reichsbürger, Selbstverwalter, die bestreiten, dass die Bundesrepublik Deutschland überhaupt ein legitimes Staatswesen ist, die abstruse Verschwörungstheorien verbreiten und dabei nicht ohne Resonanz bleiben. Sie haben Organisationen, die zum wesentlichen Gegenstand ihrer Tätigkeit den Verstoß gegen die Regeln des Rechtsstaats gemacht haben. NGOs, die unter dem freundlich daherkommenden Begriff des zivilen Ungehorsams behaupten, der Zweck heiligt die Mittel. Weil wir für die gute Sache kämpfen, ist es in Ordnung, dass wir Recht brechen. Und wir haben darüber hinaus das Phänomen der Krawallbrüder und Schwestern, muss man ja mittlerweile hinzusagen, aus Gender-Gesichtspunkten, die nicht davor zurückschrecken, Repräsentanten des Staates, Polizeibeamte, Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Sanitäter anzugreifen, mit Gewalt zu bedrohen, mit Feuerwerkskörpern zu beschmeißen. Jeder dieser Akte, meine sehr verehrten Damen und Herren, jeder Angriff auf einen öffentlich Bediensteten, jeder Angriff auf eine Person, die im Dienste anderer versucht, Recht und Ordnung in unserem Land aufrechtzuerhalten, ist ein Angriff auf den Rechtsstaat. Und das darf der Rechtsstaat sich nicht bieten lassen. Und ob das nicht genug wäre, kommt eine gewisse Demokratieverdrossenheit hinzu. Dass die Demokratie eine Staatsform ist, mit der man zufrieden sein kann, sagt in Deutschland mittlerweile nur noch eine Minderheit. 48%. Sie selbst führen ja regelmäßig Bürgerbefragungen durch und haben bei der letzten Bürgerbefragung das Ergebnis gehabt, dass nur 27% der Befragten gesagt haben, der Staat kann seine Aufgaben noch erfüllen. Mich persönlich besonders nachdenklich gemacht hat eine letzte Umfrage, die ich ansprechen will, nämlich die Frage, kann man in Deutschland seine Meinung noch frei äußern? Das ist eine Langfristuntersuchung, die Allensbach da macht seit vielen, vielen Jahren. Vor 20 Jahren war das Verhältnis noch 80-20. 80% haben gesagt, in Deutschland kann man frei seine Meinung äußern. 20% haben das nicht so gesehen. Mittlerweile ist das Verhältnis pari pari. Die Hälfte der Menschen in Deutschland meint, man kann seine Meinung in diesem Land nicht mehr frei sagen. Und dabei gibt es zwei Gefälle, die diese Situation ausmachen. Es gibt ein Ost-West-Gefälle. Die Situation im Osten ist deutlich schwieriger in den neuen Ländern, ist deutlich schwieriger als in den alten Bundesländern. Hat sich auch bei Ihrer Umfrage gezeigt, wo nur 20% der Leute gesagt haben, der Staat kann seine Aufgaben noch erfüllen. Und wir haben ein Alt-Jung-Gefälle,
Die jungen Leute sind autokratischen, autoritären Strukturen gegenüber deutlich aufgeschlossener als die Älteren. Und deshalb kann es uns nicht wundern, dass wir auch in Deutschland einen Aufstieg der Populisten haben. Deshalb kann es uns nicht wundern, dass bei den anstehenden Wahlen in den neuen Bundesländern, die in diesem Jahr vor uns stehen, nach den jetzigen Umfragen die AfD überall deutlich stärkste Partei wird. Und deshalb haben Sie, wie ich meine, sehr zu Recht das Thema, wie schützen wir Demokratie und Rechtsstaat, auf die Tagesordnung Ihrer diesjährigen Jahrestagung gesetzt. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Und ich will aus meiner Sicht ein paar Anmerkungen dazu machen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ich will es ganz kurz machen mit Blick auf die internationale Situation. Die freien Staaten, die Staaten der freien Welt, werden nicht umhinkommen, den Wettlauf der Systeme offensiv anzunehmen. Wenn wir wollen, dass Menschenrechte weltweit beachtet werden, dass die Effizienz der Marktwirtschaft genutzt wird, um Not und Elend in der Welt zu bekämpfen, wenn wir wollen, dass der Klimawandel ernsthaft angegangen wird, bleibt uns gar nichts anderes übrig. Schauen Sie sich den Ablauf der letzten Weltklimakonferenz an. Diejenigen, die gedrängt haben, waren die Staaten der freien Welt und die Autokratien haben im Bremserhäuschen gesessen. Wir werden vor diesem Hintergrund auch den Zusammenhalt der Staaten der westlichen Welt stärken müssen. Da gibt es ja nicht nur schlechte Nachrichten. Unter dem Eindruck der Ukraine-Krise hat die NATO sich ja nicht, wie es der französische Staatspräsident formuliert hat, als hirntot erwiesen. Gegenteil. Bisher hat die NATO zusammengehalten, die Ukraine unterstützt und sie ist sogar größer geworden. Finnland ist Mitglied geworden und Schweden wird in diesem Jahr Mitglied werden. Eines aber ist sicher, und darauf werden wir uns einstellen müssen und darauf sind wir nicht eingestellt. Die bisherige Rollenverteilung, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, wird so nicht weitergeschrieben werden können. Und diese Rollenverteilung war die Rollenverteilung unter dem Stichwort Pax Americana. Die Vereinigten Staaten haben die Hauptlast dessen getragen, was notwendig ist, um Freiheit, Demokratie und westliche Interessen zu verteidigen. Wir, die Europäer, haben häufig am Spielfeldrand gestanden, auch die Deutschen, und haben uns im Wesentlichen damit beschäftigt, das Handeln der Amerikaner zu kritisieren. Das wird so nicht weitergehen. Das hat sich seit Obama geändert. Das ist unabhängig davon, wer im nächsten Jahr amerikanischer Präsident wird. Die Europäer werden, was die Verteidigung ihrer Freiheit, was die Verteidigung der Demokratie anbetrifft, stärker gefordert sein, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und das wird auch an unserem Land nicht vorbeigehen. Da gibt es ja auch nicht nur schlechte Nachrichten. Eine der guten Nachrichten des vergangenen Jahres war, dass Christine Lambrecht keine Verteidigungsministerin mehr ist. Aber auch wenn der neue Mann ja wirklich Tatkraft und Entschlossenheit vermittelt, damit sind die Probleme nicht gelöst. Wie ist das mit dem 2%-Ziel, 2% des Bruttosozialprodukts für Verteidigungsausgaben? Im Moment kriegen wir das hin mit ein paar rechnerischen Tricks und unter Rückgriff auf das Sondervermögen Bundeswehr, das verfassungsrechtlich unbedenklich ist. Das trägt bis 2027 und dann? Und bisher habe ich nicht den Eindruck, dass das, was der neue Verteidigungsminister als Kriegstauglichkeit der Bundeswehr bezeichnet, wirklich besser geworden ist. Am Rande will ich eine Bemerkung machen zu einem Thema, das in diesem Zusammenhang sowohl vom Bundesverteidigungsminister als auch vom Bundespräsidenten aufgeworfen worden ist, nämlich unter dem Gesichtspunkt der Wehrpflicht eine allgemeine Dienstpflicht für junge Frauen und Männer in unserem Land. Das kann zur Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit allenfalls langfristig beitragen. Ich finde aber, es ist ein Projekt, das unter einem anderen Gesichtspunkt, unter dem Gesichtspunkt Stärkung von Rechtsstaat und Demokratie durchaus attraktiv ist. Dieses Projekt kann dazu führen, Menschen daran zu erinnern, dass man in einem demokratischen Gemeinwesen eben nicht nur Rechte, nicht nur Ansprüche, sondern auch Pflichten hat. Dass ein demokratisches Gemeinwesen nur funktionieren kann, wenn jeder sich einbringt, wenn jeder einen
Beitrag zu diesem Gemeinwesen leistet. Und deshalb finde ich, dass diese Debatte um eine allgemeine Dienstpflicht eine sehr ernstzunehmende und eine sehr wichtige Debatte ist, wenn es ein Beitrag dazu ist, dass die Identifikation gerade junger Menschen mit diesem Land wieder eine höhere wird, dann ist es ein guter Beitrag und das spricht für eine allgemeine Dienstpflicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Damit wären wir ja bereits auf der nationalen Ebene angelangt und ich will da ein paar Bemerkungen zur Frage Stärkung des Rechtsstaates und Stärkung der Demokratie machen. Was die Stärkung des Rechtsstaates anbetrifft, glaube ich, geht es weniger um die Beseitigung von Regelungsdefiziten als um die Beseitigung von Vollzugsdefiziten. In vielen Bereichen haben wir ein ausreichendes Regelungssystem. Es müsste nur durchgesetzt werden. In manchen Bereichen haben wir auch viel zu viele Regelungen. Zwar komisch, wenn ein Jurist das sagt, aber es ist so. Kein Mensch ist mehr in der Lage, in Deutschland die Vielzahl der Regelungen zu überblicken. Und die sind dann zum Teil noch extrem kompliziert. Sie mir die Randbemerkung erlauben, ich habe einen Tipp fürs praktische Leben. Ich habe mich in den letzten 2 Jahren als Verfassungsrichter mit dem Paragraphen 6 des Bundeswahlgesetzes, so wie er jetzt noch gilt, beschäftigt. Ich bin mir sicher, in Deutschland gibt es noch nicht ein Dutzend Leute, die diese Vorschrift verstanden haben. Und wenn Sie abends, ich weiß auch nicht, ob ich dazugehöre, und wenn Sie abends mal nicht einschlafen können, lesen Sie diesen Paragraphen 6, Sie fallen ins Koma, verspreche ich Ihnen. Also, weniger Regelungsdefizit als Vollzugsdefizit. Aber Rechtsstaat heißt, es gibt keine Möglichkeit, Gesetzesbindung zur Disposition zu stellen. Die zentrale Begründung für das Gewaltmonopol des Staates ist die konsequente Durchsetzung der rechtlichen Regelungen, die dieser Staat sich gegeben hat. Die Forderung an die Bürger, verzichtet darauf, selbst euer Recht durchzusetzen. Ihr könnt darauf vertrauen, der Staat wird es für euch erledigen. Deshalb hat er das Gewaltmonopol. Die ist nur glaubwürdig, wenn rechtstreues Verhalten belohnt wird und wenn Rechtsverstoß bestraft und sanktioniert wird. Und deshalb darf es in einem Rechtsstaat keinen Raum für Rechtsvergessenheit geben. Das gilt für die Gewaltunterworfenen, für die Repräsentierten, das gilt auch für die Repräsentanten. Not kennt kein Gebot, ist keine rechtsstaatliche Maxime. Der Zweck heiligt die Mittel ist kein Prinzip, das im Rechtsstaat Raum hat. Und deshalb gibt es muss es geben eine strikte Rechtsbindung. Und das ist notwendig, dass staatliche Organe Vorbild sind, was die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben anbetrifft. Und da gibt es manche Dinge, die schwierig sind. Die jetzige Präsidentin der Europäischen Zentralbank hat damals noch als französische Finanzministerin einmal gesagt, sinngemäß, wir haben alle Regeln, die wir uns selbst gesetzt haben, gebrochen, um den Euro zu retten. Das ist ein Anschlag auf den Rechtsstaat. Und wenn ich mir mal anschaue, wie die Europäische Union ohne die notwendigen Vertragsänderungen ihre Kompetenzen immer und immer wieder in kollusivem Zusammenwirken mit dem Europäischen Gerichtshof ausdehnt, dann ist das einer regelbasierten Ordnung nicht angemessen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, in Deutschland wird furchtbar viel geredet über das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Schuldenbremse. Und es wird gesagt, das Verfassungsgericht ist schuld, dass jetzt in Deutschland kein Klimaschutz mehr betrieben werden kann. Das ist falsch. Das Verfassungsgericht hat die Regierenden nur daran erinnert, dass auch der Gesetzgeber an die Verfassung gebunden ist und dass man deshalb nicht erstens einen Haushalt für das Jahr 2021, wenn es vorbei ist, im Jahr 2022 ändern kann und zweitens nicht Mittel einfach so hin und her verschieben kann und dabei die Schuldenbremse außer Acht lassen kann.
Im Übrigen ist das auch kein Urteil, das gegen den Klimaschutz gerichtet ist. Es ist das zweite Urteil im Interesse der Generationengerechtigkeit. Generationengerechtigkeit ist nicht nur eine Frage der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Generationengerechtigkeit heißt auch, wir dürfen den nachfolgenden Generationen nicht einen Berg an Schulden hinterlassen, dass diese keine Luft mehr bekommen. Deshalb ist das Problem, das wir haben, kein Problem der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Das Problem liegt im Verfassungsbruch der Regierung, will ich an dieser Stelle mal in aller Deutlichkeit sagen. Wenn wir einfordern, dass Vollzugsdefizite nicht zugelassen werden, dann gibt es weite Bereiche, in denen Handlungsbedarf besteht. Die Probleme im Bereich des Ausländerrechts, im Bereich des Aufenthaltsrechts sind Ihnen allen bekannt. Aber es gibt auch andere Bereiche, in denen wir Probleme haben. Ich sage nur ein Beispiel. Wenn in der Bundesrepublik Deutschland mittlerweile jährlich eine zweistellige und keine niedrige zweistellige Zahl an Untersuchungshäftlingen, die schwerster Straftaten beschuldigt werden, freigelassen werden müssen, weil die Strafverfahren nicht mit der notwendigen Beschleunigung betrieben werden können, ist das eine rechtsstaatliche Unerträglichkeit. Das darf auch so nicht weitergehen. Und deshalb ist der erste Schritt zur Beseitigung der Vollzugsdefizite die Gewährleistung eines ausreichend besetzten und hinreichend qualifizierten Personalkörpers der öffentlichen Hand. Das ist nicht gewährleistet. Die Babyboomer scheiden jetzt aus. Wir werden in den nächsten Jahren bis zu 40% der Bediensteten im öffentlichen Dienst austauschen müssen. In den neuen Bundesländern wird eine Unzahl an Richterstellen frei. Wir müssen Strukturen schaffen, die dafür Sorge tragen, dass das qualifiziert nachbesetzt werden kann. Und da ist es ein Problem, wenn die Einstiegsgehälter für Richter und Staatsanwälte in der Bundesrepublik Deutschland im Schnitt etwa 40.000 Euro im Jahr niedriger sind als die Einstiegsgehälter bei Großkanzleien. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich müssen wir in Deutschland über Prioritäten reden. Wie priorisieren wir die Vergabe der Haushaltsmittel? Aber eine Priorität gibt die Verfassung vor. Und das ist die Priorität der amtsangemessenen Besoldung der öffentlich Bediensteten, das Alimentationsprinzip. Was das heißt, hat das Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen, die Sie alle kennen, in der Endphase des alten Präsidenten Andreas Voskuhle ziemlich klar beschrieben. Trotzdem haben wir zurzeit am Bundesverfassungsgericht 40 Vorlagen von Gerichten unter dem Gesichtspunkt, dass diesem Gebot der amtsangemessenen Besoldung nicht Rechnung getragen ist. Ich muss Ihnen sagen, bei allem Verständnis für die Haushaltsnote, die die Länder haben, wenn doch die Maßstäbe klar sind, wenn doch klar ist, worum es im Einzelnen geht, dann müsste es doch möglich sein, im Bund und in den Ländern Besoldungssysteme zu schaffen, die wenigstens diese Untergrenze, die die Verfassung vorgibt, zweifellos beachtet. Ich finde es ein bisschen, na, sagen wir es mal, seltsam, dass man nicht bereit und nicht in der Lage ist, verfassungsrechtlichen Geboten der amtsangemessenen Besoldung mit Selbstverständlichkeit nachzukommen. Eigentlich müsste die Politik das Ziel haben, diese Vorlagen überflüssig zu machen. Das Zweite, was notwendig ist, ist, dass diese Leute, die für den Staat den Kopf hinhalten, getragen werden vom Vertrauen der Gesellschaft und des Dienstherrn. Dass sie getragen werden von einer Situation, in der es nicht hingenommen wird, dass sie zum Opfer von Angriffen werden. Bei ihren Befragungen ist herausgekommen, 54% der Befragten, der öffentlich Bediensteten, haben gesagt, sie seien schon einmal Opfer eines Übergriffs geworden. Das kann nicht in Ordnung sein. Und unabhängig von der Frage, wie damit umzugehen ist, komme ich gleich.
meine ich, dass in einer solchen Situation ist ein Höchstmaß an Sensibilität erfordert, wenn man Strukturen schafft, die dazu führen können, dass das Misstrauen gegenüber denjenigen, die den Staat repräsentieren, steigt. Wenn man Strukturen schafft, die geeignet sind, öffentlich Bedienstete unter einen Generalverdacht zu stellen. Und in dem Zusammenhang habe ich wenig Verständnis für die Absicht des Bundes, jetzt auch noch einen Regierungsbeauftragten für die Bundespolizei zu schaffen. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, wir haben sowieso schon ein Beauftragtenunwesen in diesem Land. Es gibt 45 Bundesbeauftragte mit zum Teil sich überschneidenden Kompetenzen. Wie man das abgrenzt, weiß ich nicht. Ist ja auch nicht mein Job. Es gibt dazu noch eine große Zahl an parlamentarischen Staatssekretären. Dass das alles sachlichen Notwendigkeiten folgt, erschließt sich mir nicht. Der Eindruck, dass das etwas damit zu tun hat, dass verdiente Parteimitglieder da versorgt werden sollen mit attraktiven Funktionen und einer zusätzlichen Alimentation, ist selbstverständlich falsch. Niemand kann auf diesen Gedanken kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wer einen Polizeibeauftragten des Bundes schafft, suggeriert, dass es da einen Handlungsbedarf gibt. Natürlich gibt es Fehlverhalten von Polizistinnen und Polizisten. Und natürlich muss das aufgeklärt werden und mit den Mitteln des Disziplinarrechts und, wenn es denn so ist, des Strafrechts konsequent verfolgt werden. In jedem einzelnen Fall. Ich sehe aber nicht, dass neben diesen Möglichkeiten des Disziplinarrechts und des Strafrechts die Notwendigkeit besteht, jetzt noch eine Institution zu schaffen, die suggeriert, die sind alle so, die stellen wir jetzt mal unter Generalverdacht, dass die sich alle möglicherweise nicht ordnungsgemäß verhalten. Ich finde, das haben die Polizistinnen und Polizisten in unserem Land nicht verdient. Und das Dritte, ich merke, was das Herz voll ist, geht der Mund über und sehe mit Sorge auf die Zeitabläufe, aber es muss raus. Das Dritte, was wir brauchen, ist natürlich dann, dass konsequent Recht und Gesetz angewandt werden. Es gibt keine Situation, in der der Zweck die Mittel heiligt. Wer Grenzen überschreitet, wer zivil ungehorsam sich verhält, ist sich bewusst, dass er das Recht bricht und dann muss er auch bereit sein, die damit verbundenen Folgen zu tragen. Natürlich ist die Meinungsfreiheit, natürlich ist die Versammlungsfreiheit ein hohes Gut in unserem Land. Es ist völlig unverzichtbar für eine Demokratie. Sie muss geschützt werden, muss der Demokratie heilig sein. Aber Wahrnehmung der Meinungsfreiheit, Wahrnehmung des Versammlungsrechts, doch bitte im Rahmen von Recht und Gesetz. Im Rahmen der rechtlichen Vorgaben, dann ist jeder Protest willkommen. Aber wenn ich für eine bestimmte Position keine Mehrheit habe, dann habe ich in der Demokratie nicht das Recht, mit Blick auf meine Position das Recht zu brechen, Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit und Eigentum von anderen zu gefährden, nur weil ich sage, ich stehe doch auf der Seite der gerechten Sache. Der richtige Weg ist, ich muss mich dann im politischen Meinungskampf um Mehrheiten bemühen und wenn ich die Mehrheiten habe, kann ich auch meine Vorstellungen umsetzen und solange das nicht der Fall ist, muss ich mich an die Gesetze halten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das gilt für alle. Das gilt für die Bäuerinnen und Bauern, das gilt für die letzte Generation, das gilt für Ende und Gelände, für alle in gleicher Weise, die von diesen Rechten Gebrauch machen. Wobei ich Ihnen mit Blick auf die letzte Generation sagen muss, Apokalyptik hat noch immer zu Radikalisierung geführt. Die Vorstellung, wir stehen unmittelbar vor dem Untergang, ist kein Beitrag zu einer angemessenen und rationalen Problemlösung, im Gegenteil. Sie radikalisiert die Abläufe. Frag mich übrigens, was macht eigentlich ein Mitglied der letzten Generation, wenn er Vater oder Mutter wird? Der muss dann wahrscheinlich da austreten.
Völliges Tabu ist die Anwendung von Gewalt. Dafür ist kein Raum in einer offenen Gesellschaft. Und deshalb ist das, was wir an Angriffen auf Polizeibeamte, auf Sicherheitskräfte, auf Rettungskräfte erleben, unerträglich und nicht hinnehmbar. Wer derartiges tut, muss als Deutscher mit aller Härte des Strafrechts bestraft werden. Und wer das tut als Ausländer, verwirkt sein Aufenthaltsrecht in unserem Land. Was die spezifische Bekämpfung des politischen Extremismus anbetrifft, gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die anzusprechen sind. Ich will es in dem Zusammenhang abkürzen und mich nur auf einen Punkt beschränken. Wehrhafte Demokratie beinhaltet ja unterschiedliche Instrumente. Wehrhafte Demokratie setzt eine vernünftige Vorfeldaufklärung voraus. Wir brauchen Dienste, die mit den notwendigen Kompetenzen ausgerüstet sind, um das zu tun. Da braucht es eine vernünftigen Abwägung zwischen Freiheitsrechten und Sicherheitsinteressen, auch und gerade mit Blick auf den Datenschutz und die Möglichkeit, Daten zu erheben und zu bevorraten. Datenschutz kann, darf und soll nicht Täterschutz werden. Das behauptet auch die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung nicht, auch wenn da bisweilen anderes in den Raum gestellt wird. Ein Instrument der wehrhaften Demokratie ist das sogenannte Parteiverbot. Dazu will ich dann aus meiner Sicht ein paar Sätze sagen und daran dann noch eine abschließende Überlegung mit Blick auf die Demokratie anschließen. Das Parteiverbot ist nach der Konzeption des Grundgesetzes Ultima Ratio. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus der Weimarer Republik, in der Parteiverbote eingesetzt worden sind, um politische Gegner zu bekämpfen, hat die Verfassung die Hürden für Parteiverbote sehr, sehr hoch gelegt. Die Verfassung sagt ausdrücklich, das kommt nur in Betracht, wenn jemand sich wirklich gegen die Kerngehalte der Verfassung, die freiheitlich-demokratische Gründung, heißt die Menschenwürde, die zentralen Elemente des Demokratieprinzips und des Rechtsstaats wendet. Alles andere reicht nicht. Ich kann Verfassungsvorschriften kritisieren, ich kann die politische Situation kritisieren, das alles rechtfertigt kein Parteiverbot. Nur wenn ich mich gegen die ganz zentralen, fundamentalen Regeln unseres Zusammenlebens wende und nur wenn ich diese gezielt bekämpfe, nur dann ist Raum für ein Parteienverbot. Das Bundesverfassungsgericht hat das ein zweischneidiges, aber scharfes Schwert des demokratischen Rechtsstaates genannt und ich meine, das ist auch richtig. Wir haben vor diesem Hintergrund, wie Sie wissen, ja auch die NPD nicht verboten und ich finde, die anschließende Entwicklung hat uns recht gegeben. Das Grundgesetz setzt in erster Linie darauf, dass Demokratinnen und Demokraten mit offenem Visier die Demokratie verteidigen. Das ist die Idee des Grundgesetzes und nur die allerletzte Rückzugslinie ist das Parteiverbot. Wenn eine Partei im politischen Diskurs so viele Anteile gewinnt, dass über ihr Verbot und die Notwendigkeit ihres Verbotes diskutiert wird, ist das eigentlich ein Indiz dafür, dass die offene, die freie, die engagierte demokratische Gesellschaft ein Stück weit versagt hat. Und deshalb völlig losgelöst von rechtlichen Bewertungen. Wir haben im Moment ja die Debatte um ein mögliches Verbot der AfD. Wie das rechtlich zu bewerten ist, dazu kann und will ich nichts sagen. Darüber müssen möglicherweise meine früheren Kolleginnen und Kollegen entscheiden. Da will ich mich nicht als Besserwisser betätigen. Völlig losgelöst von der Frage, wie das rechtlich zu bewerten ist, glaube ich, dass die politischen Kosten eines Parteiverbotsverfahrens erheblich wären. Wenn es scheitert, wäre es ein riesiger PR-Erfolg für die AfD. Und wenn man überhaupt diesen Weg geht, gesteht man ein Stück weit ein, dass man der populistischen Versuchung eigentlich nicht Herr wird. Und dieses Zeugnis sollten wir uns nicht ausstellen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb erlauben Sie mir,
erlauben Sie mir, in einem letzten Punkt etwas zu sagen zu der Frage, was können wir denn tun gegen die Demokratieverdrossenheit, die es bei uns gibt? Was können wir denn tun, um dagegen zu wirken, dass Menschen zunehmend populistischen Rattenfängern auf den Leim gehen? Das Erste, was wir tun müssen, ist darüber nachzudenken, warum Menschen überhaupt auf die Idee kommen, diese Bewegungen zu unterstützen. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass Menschen, viele Menschen in unserer Demokratie sich nicht mehr repräsentiert fühlen, sich nicht mehr gehört fühlen, sich nicht mehr ernst genommen fühlen. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass Politik den Eindruck vermittelt, ob das stimmt oder nicht, spielt keine Rolle, den Eindruck vermittelt, dass sie die Probleme, die die Menschen wirklich umtreiben, nicht hinreichend ernst nimmt. Und deshalb ist der erste Schritt zur Bekämpfung des Populismus in unserem Land der Schritt, eine offene, tabufreie demokratische Diskussion zu führen. Es macht keinen Sinn, Dinge, die die Menschen bewegen, unter den Teppich zu kehren. Wenn man Dinge unter den Teppich kehrt, werden sie giftig. Es macht keinen Sinn, Menschen, die Probleme ansprechen, gleich in eine bestimmte Ecke zu stellen, um sich mit ihnen argumentativ nicht mehr auseinanderzusetzen, also uns auseinandersetzen zu müssen. Nicht jeder, der über Ausländerkriminalität reden will, ist ein Ausländerfeind. Nicht jeder, der über Fehlentwicklungen in der Europäischen Union reden will, ist ein Antieuropäer. Nicht jeder, der über klimapolitische Maßnahmen reden will, ist ein Klimaleugner. Demokratie heißt, wir halten es aus, dass unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen und wir grenzen niemanden aus der offenen demokratischen Diskussion aus. Da gibt es Nachholbedarf in unserem Land und das ist für mich der erste Schritt, um den Populismus in die Schranken zu weisen. Der zweite Schritt besteht darin, sich mit demjenigen auseinanderzusetzen, was Populisten wirklich wollen. Das ist ja die fatale Situation. Menschen wählen oder sind bereit, Populisten zu wählen, ja nicht in erster Linie wegen der Dinge, für die sie stehen, für die sie eintreten. Die Mehrheit der Deutschen ist nicht antieuropäisch. Die weit, weit überwiegende Mehrheit der Deutschen ist nicht antieuropäisch, ist nicht ausländerfeindlich, hat keinen ethnischen Volksbegriff, ist nicht der Meinung, dass der Nationalsozialismus ein Vogelschiss war. Das alles glauben sie nicht. Und deshalb muss man über diese Dinge sich in der Sache auseinandersetzen. Wir müssen über die Probleme reden, wir müssen Angebote machen für die Lösung dieser Probleme. Diskussionen über Brandmauern, über Verbote, Änderungen von Geschäftsordnungen, damit bestimmte Kräfte bestimmte Positionen nicht einnehmen können, das wird am Ende alles nicht helfen. Das Vertrauen in die Demokratie steigt, wenn die Demokratie die Probleme der Menschen anspricht und löst. Das ist der Weg zur Bekämpfung des Populismus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb komme ich zum Schluss und sage, die Stärkung von Demokratie und Rechtsstaat ist nach meinem Dafürhalten dringender, als es von vielen empfunden wird. Das Thema muss auf die Tagesordnung. Sie haben es auf die Tagesordnung gesetzt. Das spricht für diese Tagung. Vielleicht ist die Tagung eine Initialzündung. Dann hätte sie sich alleine deswegen gelohnt. Insofern wünsche ich Ihrer Tagung einen guten Verlauf und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
Vielen Dank an den Staatsbürger Peter Müller. Und in Deutschland ist Müller ja mit einer gewissen Zielsicherheit verbunden. Und ich würde sagen, Sie haben ja ein paar Treffer ins Tor des DBB voll getroffen, sozusagen. Also, falsch. Versenkt wollte ich nicht sagen, deshalb ich kam da jetzt nicht mehr richtig raus. Okay. Aber Sie haben es verstanden, es müllert wieder. Also, ja, vielen Dank für diesen Auftakt, der uns sicherlich jetzt auch noch mal richtig wachgerüttelt hat. Und jetzt kommen wir mal wieder in die Niederungen des Alltags, nämlich Schule. Denn da sind die Probleme, eine Menge Probleme. Wir haben es gestern vom Ministerpräsident Wüst auch gehört, was das heißt, auch alleine schon so viele Schüler.